Sehr geehrte Damen und Herren, hier im Hörsaal, im wunderschönen, aber wenig bequemen Hörsaal, Jugendstil-Hörsaal, aber auch an Sie zu Hause im sozusagen Livestream. Ich darf Sie sehr herzlich zu unserer diesjährigen Cancer School begrüßen. Die Cancer School ist nicht heuer das erste Mal sozusagen als Veranstaltung geplant bzw. umgesetzt worden, sondern schon seit vielen Jahren. Aber es ist doch sehr vieles geändert worden und wir hoffen, dass das neue Format bei Ihnen auch genauso viel Erfolg und Anklang findet wie die letzten Jahre. Was haben wir geändert im Vergleich zu früher? Wir sind weggekommen von einer Blockveranstaltung, wo jeden Mittwoch am Abend eine Veranstaltung war, sondern wir bieten das jetzt 9-mal im Jahr, immer einmal im Monat an. Es sind spätnachmittags oder so wie heute frühabends Veranstaltungen. Ich werde noch ganz kurz dann später darauf eingehen. Und wir haben uns aber auch mit den Themen verändert. Es gibt so eine Mischung aus den Klassikern, die sich immer wieder bewährt haben und die von Ihnen, also Zuhörerinnen und Zuhörern, eingefordert worden sind. Das heißt, wir erklären Ihnen, wie schaut eine Krebszelle aus, was unterscheidet eine Krebszelle von einer natürlichen Zelle oder von einer normalen Zelle in unserem Körper. Da sind dann Begrifflichkeiten, wie interpretiert man einen Befund, wie behandeln wir einzelne Tumorerkrankungen, was sind die Fortschritte in der Diagnostik, was sind die Fortschritte in der Chirurgie, wo stehen wir mit der medikamentösen Therapie, ich sage schon medikamentöse Therapie und nicht mehr Chemotherapie, wie noch vor 10 Jahren. Also einen ganz, ganz, ganz weiten Bogen, aber auch Themen, die Sie alle interessieren und die jetzt neben der Behandlung auch wichtig sind, beispielsweise: Wie kann ich vorsorgen, das betrifft Sie, aber auch Ihre Angehörigen, wie kann ich eine Krebserkrankung sozusagen früh erkennen, welche Methoden der Diagnostik, wie oft muss ich sozusagen wahrnehmen, um möglichst rasch einen Tumorerkrankung oder auch einen Wiederkehr der Tumorerkrankung erkennen, das sind die Themen, aber auch Dinge wie Ernährung, Rehabilitation, Kuraufenthalte, Impfen, Genetik, also sehr, sehr, sehr viele Themen, die wir in unserem Kurs ansprechen wollen. Ich möchte ein paar Dinge noch vorweg erklären. Zunächst einmal, es sind alles hochkarätige Expertinnen und Experten. Manche sind noch sehr jung, aber Top-Experten auf diesem Gebiet. Sie alle arbeiten oder machen diese Vorträge gratis und sehr gerne, weil wir einfach es uns allen ein wirkliches Anliegen ist, dass Sie gut informiert in die Behandlung gehen. Wir wissen, wenn Sie gut informiert sind, wenn Sie wissen, welcher Therapie oder welchen Plänen Sie zustimmen, ist es bewiesen, dass Sie besser auf die Therapie ansprechen, als wenn man das nur über sich ergehen lassen muss. Das ist uns allen ein Anliegen und daher freue ich mich und bedanke mich schon vorweg bei allen Referentinnen und Referenten. Das Zweite ist, wir sind auf Ihr Feedback angewiesen. Das heißt, Sie haben alle einen Bogen, wo Sie bitte bewerten. Es geht darum, dass wir wissen, waren diese Vorträge für Sie wichtig, war auch das Niveau, auf dem der Vortrag war, genau richtig, sprich, Sie waren nicht überfordert, aber auch nicht gelangweilt, damit wir uns dann wieder darauf einstellen können, was fehlt Ihnen an diesem Abend. Heute ist ja ein besonderer Abend, ich glaube, das hatten wir überhaupt noch nie, weder in unserem Forum noch in anderen Foren, dass wir künstliche Intelligenz thematisieren und wir sehen, wie weit wir schon mit künstlicher Intelligenz auch in der Krebstherapie sein können. Ja. Das Zweite, was ich ankündigen möchte, ist, bitte schauen Sie im Programm nach, die Veranstaltungszeiten ändern sich manchmal, ja. Meistens ist es ab 17 Uhr, aber es gibt auch eine Samstagvormittag-Veranstaltung und wir nehmen auch teil an der langen Forschung der Wissenschaft, da werden Sie noch informiert wahrscheinlich über die Medien. Sie haben alle sozusagen ein Vorabprogramm auf Ihren Sitzplätzen bzw. Tischen. All jene von Ihnen, die gerne Bewegung machen möchten, möchte ich einladen. Diesen Samstag findet der Krebslauf statt. Man muss nicht nur laufen, man kann auch walken. Und hier wird Geld für die Krebsforschung gesammelt. Jeder Kilometer bringt über Spendengelder dann tatsächlich ein Guthaben für die Forschung ein. Begrüßen möchte ich auch eine neue Vertreterin einer Selbsthilfegruppe, Pankreaskarzinom. Sie haben gesagt, Sie haben das jetzt erst vor kurzem übernommen von Michaela Hirt, 2020, also gar nicht so rezent, aber Corona hat Sie ein bisschen beschränkt in Ihren Aktivitäten. Herzlichen Dank, dass Sie zur Verfügung stehen. Es ist viel, was auf Sie zukommt und eine große Aufgabe. Ja, damit möchte ich gleich zum Programm übergehen.
All jene, die über Livestream zugeschaltet sind, ersuche ich, ihre Fragen an uns schriftlich zu stellen. Cancer School ohne Punkt bitte, dann @ccc.ac.at. Sie schreiben die Frage, ich lese sie dann vor und die Expertinnen und Experten werden Ihre Frage beantworten. Gut, ich habe Ihnen schon angekündigt, der erste Referent ist heute leider selbst erkrankt und wird sich aber per Livestream zuschalten. Es ist, wie gesagt, heute das spannende Thema der künstlichen Intelligenz, unser Hauptthema. Sie alle kennen die Diskussion über ChatGPT und all die Dinge, die wir möglicherweise in unterschiedlicher Intensität nutzen. Wie können wir sie nutzen, um die Behandlung noch präziser zu machen? Wir sprechen ja immer mehr von der Präzisionsmedizin und einen Überblick über künstliche Intelligenz und Krebs gibt Ihnen ein wirklicher Experte, der Experte für künstliche Intelligenz und medizinische Bildgebung ist, Philipp Seeböck. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Nein, ich habe Ihnen meine Folien unterschlagen, gell? Aber ich habe alles ohne Folien gemacht. Und damit hoffe ich, dass das jetzt funktioniert mit der Zuschaltung. Ja, können Sie mich hören? Ja, wunderbar. Wir sehen Sie und hören Sie. Jetzt brauchen wir nur Ihre Präsentation. Ja, ich habe die geteilt. Ich muss auf Start drücken. Gut. Soll ich die Freigabe stoppen und nochmal anstarten? Oder? Ich sehe das leider bei mir nicht. Alles gut, Sie starten einfach. Okay, perfekt. Willkommen. Wir hoffen, dass es Ihnen gut geht. Wir sind dankbar, dass Sie trotzdem referieren. Ja, für die halbe Stunde reicht es hoffentlich. Also vielen Dank für die Einladung und auch vielen Dank, vor allem, dass ich heute vortragen darf, auch wenn es jetzt leider nur remote ist, gesundheitsbedingt, aber ich freue mich trotzdem sehr. Vor allem, also diese Freude ist aus zwei Rollen entstehend, einerseits privat, weil es gibt wahrscheinlich so wie vielen von Ihnen, dass Sie auch eine persönliche Geschichte in Ihrem Umfeld mit Krebs verbinden, also insofern ist es mir auch als Privatperson ein großes Anliegen gewesen, heute vorzutragen. Aber andererseits natürlich auch in der Rolle, in meiner professionellen Rolle. Also vielen Dank auch schon, es wurde eh schon einiges gesagt. Mein Hintergrund ist KI. Ich beschäftige mich beruflich mit KI und mit dem Thema Bildverarbeitung. Also so grob gesagt, wie kann man Krebs in Bildern automatisch erkennen. Und deswegen freut es mich heute auch, dieses spannende Thema präsentieren zu dürfen. Und zwar, wie Krebs und künstliche Intelligenz zusammenhängen und auch, was ist künstliche Intelligenz eigentlich? Das ist ja auch so ein Ding, man hört auch viel davon, KI, künstliche Intelligenz, aber was ist das eigentlich? Und ich werde aus meiner subjektiven Sicht heute versuchen, ein bisschen Licht in die Sache zu bringen und Ihnen zumindest einen kleinen Teil greifbarer zu machen. Dann fangen wir ganz allgemein an, so künstliche Intelligenz in unserer Gesellschaft ist überall. Ich habe hier ein Beispiel, es gibt viele, viele Beispiele. Ich habe hier ein Beispiel rausgenommen, und zwar selbstfahrende Autos. Das ist hier ein Video, also ein aktuelles Video aus San Francisco. Ich habe das genommen, weil vor 1 bis 2 Monaten wurden in San Francisco selbstfahrende Autos von einer Firma als Taxis zugelassen. 24/7, also rund um die Uhr. Davor war das eine Testphase, aber jetzt ist es ganz offiziell erlaubt. Und ich habe ein ganz spannendes Video rausgesucht, wo das Auto oder die KI, wie auch immer man das sagen will, links abbiegt und eigentlich eine total gefährliche Situation, weil wenn die KI entscheidet, im falschen Moment abzubiegen, gibt es einen Unfall mit wahrscheinlich Schwerverletzten. In dem Fall, wie man hier sieht, trifft es dann die richtige Entscheidung und es geht quasi gut aus und es ist auch wenn man sich die Videos, davon gibt es Dutzende Videos, sich da anschaut, kommt es da zu vielen kuriosen Szenen, aber im Wesentlichen zu kleinen Unfällen. Aber trotzdem, wenn man sich dieses Video ansieht, auch mir ist es so gegangen, obwohl ich mich mit der Technologie sehr viel beschäftige, aber ich das Video gesehen habe,
habe mich schon gefragt, bin ich eher so auf der Seite von diesen zwei Herrschaften, die während das Auto fährt irgendein Fischerspiel, Kinderfischerspiel spielen oder dann später sogar einfach einschlafen und dem Auto zu 100% vertrauen? Oder wäre ich mehr so auf der Seite von der Dame, die das erste Mal in diesem Auto mitfährt und offensichtlich etwas nervös ist? Und ich fand das eine sehr, ganz gut, sehr gute Parallele auch zu unserem Thema heute. Merken wir uns das? Überlegen Sie sich vielleicht für sich für selber, wie würden Sie das für sich selber einschätzen? Wären Sie eher auf der kritischen Seite oder auf der, ich vertraue dem Ganzen zu 100%? Und am Ende des Vortrags werden wir das dann noch einmal aus der medizinischen Sicht kurz betrachten. Ein weiteres Beispiel ist Bildgenerierung. Vor Ort hätte ich jetzt gefragt, Hände heben, wer glaubt, welche Bilder generiert sind, aber jetzt einfach für sich selber kurz mal überlegen. Was glauben Sie, sind die Bilder auf der rechten Seite, die Schüsselbilder von KI generiert oder sind es die Tierbilder? Die Antwort ist, alle Bilder sind von KI generiert und ich finde, das ist doch ein sehr faszinierendes Beispiel dafür, was möglich ist. Vor 5 Jahren hätten wahrscheinlich auch nicht viele Experten ihr ganzes Vermögen darauf gesetzt, dass das möglich sein würde. So, was werden wir heute dann besprechen? Was sind so die Themen, die wir ansprechen wollen? Ich habe in der Vorbereitung auf diesen Vortrag habe ich ChatGPT gefragt, was sind so die coolen Inhalte des heutigen Vortrags sein könnten. Und im Wesentlichen zusammengefasst, wenn man die KI befragt, also ChatGPT, den Chatbot, dann ist die Antwort, KI ist voll super. Also wenn ich mich nach dem gehalten hätte, wäre der Vortrag jetzt vorbei. Ich fand das sehr, sehr interessant. Ich habe das auch auf mehrere Arten probiert. Also ich habe auch versucht, ihm zu sagen, erstelle kritische Inhalte. Die Inhalte waren immer sehr ähnlich. Aber ich habe mir dann auch wirkliche Gedanken gemacht dazu, was wir heute besprechen, also über ChatGPT hinausgehend. Und die Dinge, die wir uns heute ansehen werden, sind, wie kann KI in der Krebstherapie helfen? Und warum ist das überhaupt spannend? Was ist künstliche Intelligenz überhaupt? Wie funktioniert das? Wir werden uns ein paar Beispiele anschauen, also Dinge, die jetzt schon funktionieren. Und zum Schluss werden wir auch noch ein paar offene Fragen beleuchten. Ich sage gleich dazu, das ist aus meiner Bildanalyse-Expertensicht und wir können leider auch nicht alles abhandeln, das ist in 20 Minuten nicht möglich. Aber ich hoffe trotzdem, dass wir da sehr spannende Dinge besprechen können und es gibt am Ende auch noch ca. 10 Minuten Zeit, um Fragen zu stellen. Beziehungsweise Fragen auch zu schicken, die dann gestellt werden. Okay, dann schauen wir uns mal an im Kontext Krebs. Wenn wir uns vorstellen, jeder Einzelne, hier haben wir eine große Wolke von Punkten, von grauen Punkten. Wenn wir uns vorstellen, jeder Einzelne von diesen Punkten ist ein Patient. Was sind so die Dinge, die wir als als Ärzte, was sind so die Ärzte machen wollen? Das erste wäre natürlich Krebs erkennen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wie kann man aus diesen vielen Patienten jene Patienten herausfiltern, die Krebs haben? Wie können wir das machen? Indem wir Daten über diese Patienten sammeln. Das können sein Bilddaten, aber das können auch sein Labordaten wie Blutwerte oder auch Gewebeproben entnehmen und die von Pathologen oder Histologen anschauen lassen. Das sind so die Dinge, die wir machen können. Gibt es viel, viel mehr, aber das sind so, das ist der wichtige Punkt, Daten. Wir müssen Daten sammeln. Und je besser die sind, desto mehr können wir machen. Wenn wir jetzt den Krebs erkannt haben, was machen wir jetzt dann mit diesen Patienten? Der nächste Schritt ist diese relevanten Patienten- und Krebseigenschaften zu kennen. Also zu erkennen, wie unterscheiden sich diese Patienten? Welche Charakteristika haben die? Und das ist ganz wichtig, weil unterschiedliche Patienten auf unterschiedliche Therapien auch unterschiedlich gut oder schlecht reagieren oder auch Nebenwirkungen haben. Und wenn wir uns jetzt den einzelnen Patienten ansehen und wir wollen eine individuelle, wollen wir als nächstes auch eine individuelle Vorhersage machen können. Also wir haben Daten gesammelt, wir wissen, dieser Patient hat Krebs und wir kennen auch einige von seinen Eigenschaften. Im Idealfall alle, aber ich sage, im Normalfall kennen wir einige. Dann wollen wir die optimale Therapieentscheidung treffen. Sprich, aus den ganz möglichen aus den ganzen möglichen Verläufen, die entstehen könnten durch die Therapiewahl, die optimale. Also wenn es gut wäre oben, dann in dem Fall wäre das jetzt hoffentlich die blaue
die blaue Schiene, die wir erwischen würden. Und warum brauchen wir jetzt KI in diesem Kontext? Was kann KI und was kann KI für uns tun? KI kann uns helfen, eine Krebsdiagnose früher zu stellen. KI kann uns helfen, aber auch die individuelle Therapie zu verbessern, also Eigenschaften genauer zu erkennen von diesem Patienten und dann eine bessere Therapie oder die richtigere Therapie unter Anführungszeichen auszuwählen. Und man kann damit auch den Patientenzustand genau verfolgen, also man kann dann möglichst früh eine Therapie ändern. Das sind so die Dinge, warum wir KI brauchen. Okay, jetzt wissen wir, was wäre mit KI grundsätzlich möglich oder warum Intelligenz nach? Das kann umfasst auch ganz definierte Regeln oder die man definitiv programmiert, so wie, wenn das passiert, mache X. Das wäre auch schon künstliche Intelligenz. Dann gibt es aber einen Subbereich, den ich persönlich spannender finde. Das ist maschinelles Lernen. Das ist ein Teilbereich von künstlicher Intelligenz. Und da geht es wirklich, dass das System oder das Programm an sich das Verhalten von einem Menschen lernt, ohne diese expliziten Regeln. Also wirklich von Daten lernt, was zu tun ist. Und Deep Learning ist ein Unterbereich von maschinelles Lernen. Und das ist jener Bereich, der in den letzten Jahren und beziehungsweise Monaten auch für diese ganzen faszinierenden Ergebnisse gesorgt hat. Unter anderem auch die Bilder bzw. die selbstfahrenden Autos basieren alle auf dem sogenannten Deep Learning. Und dieses Deep Learning besteht aus sogenannten tiefen neuronalen Netzen. Was das ist, schauen wir uns jetzt gleich an. Also diese sogenannten tiefen neuronalen Netze, schauen wir uns anhand eines Beispiels am besten an. Und zwar, wir haben hier das Bild von Einstein, das Bild von einem Mann, und das Ziel ist es, dieses Bild zu erkennen. Hier haben wir sogenannte Neuronen, oder das sind Nervenzellen, kann man sich das vorstellen. Diese Nervenzellen oder Neuronen, die senden ein Signal an nachgeschaltete Nervenzellen oder Neuronen und senden somit eine Information weiter. Und diese Neuronen sind in Schichten angeordnet. Und es gibt sehr viele Schichten davon und diese Struktur nennt man tief. Aber was passiert jetzt da? Also diese Neuronen in der ersten Schicht erkennen ganz einfache Dinge. Kanten zum Beispiel. Also grundlegende Dinge, die in einem Bild vorkommen. In der nächsten Schicht wird diese Information, also diese Kanteninformation dazu verwendet, um ein bisschen was Komplizierteres zu erkennen. In der nächsten Schicht werden Augen erkannt, Nasen, ein Mund vielleicht. In der nächsten Schicht wird aus diesen Dingen wieder was Komplizierteres zusammengesetzt, also in dem Fall jetzt ein ganzes Gesicht und so weiter und so weiter. Und am Ende kann das neuronale Netz erkennen, das ist ein Männergesicht. Und das ist so das grundsätzliche Prinzip, das funktioniert. Es gibt viele Schichten und in jeder einzelnen Schicht wird ein bisschen was gelernt. Gar nicht so viel, aber ein bisschen was. Und am Ende, durch diese vielen Schichten, kommt man von einer einfachen zu einem komplexen. Also dann kann man etwas sehr Kompliziertes auch mit diesen Netzwerken darstellen. Und was sehr spannend ist, ist, dass es inspiriert ist und eine sehr starke Parallele hat zum menschlichen Gehirn, weil auch dort funktioniert das so, dass bei der visuellen Erkennung die Neuronen in Schichten angeordnet sind und in der ersten Schicht einfache Dinge erkannt werden und nach erst komplexe Zusammenhänge verstanden werden. Es gibt auch Studien dazu, die das genau untersucht haben. Also da gibt es wirklich einen sehr starken Zusammenhang. Schauen wir das uns anhand eines Beispiels an. Wie funktioniert das jetzt, wenn wir jetzt Bilder unterscheiden wollen in gesund und Krebs? Also stellen wir uns vor, wir haben hier Bilder von Gehirnen von Patienten. Also in dem Fall sind das MR-Scans, also Magnetresonanzbilder von Patienten. Und wir haben zu jedem Bild die Information, ob dieser Patient gesund ist oder Krebs hat. Und das sind unsere sogenannten Trainingsdaten und das Modell lernt von diesen Daten, in eben diese Bilder in gesund oder in Krebs zu unterscheiden. Und wenn dieses Modell fertig trainiert ist, dann kann man es anwenden auf neue Daten und zu jedem neuen Bild das Modell befragen, ist dieser Patient gesund oder ist er krank? Trainingsdaten trainieren, das klingt jetzt auch mal erstmal sehr abstrakt.
Aber wie funktioniert das grundsätzlich? Also was braucht man für so ein, um so ein Modell zu trainieren? Um so ein Modell trainieren zu können, braucht man, wie schon angedeutet in der vorherigen Folie, man braucht Daten, im Idealfall sehr viele Daten für dieses Deep Learning. Also man braucht Bilder und zu jedem Bild braucht man die dazugehörige Kategorie, also gesund oder krank. Was braucht man noch? Wir brauchen dieses Modell, dieses neuronale Netz. Da gibt es sehr viele Varianten davon, aber im Wesentlichen, das Prinzip ist immer gleich. Es sind immer Neuronen, die in Schichten angeordnet sind und dieses Netzwerk ist immer sehr tief. Wenn wir jetzt so ein Netzwerk trainieren wollen, brauchen wir aber auch eine Zielsetzung. Also wenn jetzt dieses Bild in dieses Netzwerk hineinkommt und dieses Netzwerk hat, man hat diese ganzen Aktivierungen und die Verbindungen und am Ende kommt raus, das Netzwerk sagt, dieses Bild ist zu 70% gesund. Da müssen wir dem Netzwerk sagen, wie groß war dieser Fehler. Wir wissen, 70% ist gut, aber wir wissen, dieser Patient ist zu 100% gesund, also ist der Fehler in dem Fall jetzt 30%. Das ist jetzt ein Beispiel. Und mit diesem Fehler können wir das Modell anpassen. Und das ist der vierte, wir brauchen eine sogenannte Optimierung. Also wir haben ein Bild, wir haben das Netzwerk, wir haben eine Zielsetzung und aufgrund dessen können wir das Modell anpassen. Auf diese Art und Weise können wir ein Modell trainieren. Ist im Wesentlichen, wie ein Modell trainieren wird. Okay, also wir wissen jetzt im Grunde, warum brauchen wir KI und wie so ein Netzwerk grundsätzlich trainiert wird. Da können wir uns ein paar Beispiele anschauen. Ich habe jetzt ein konkretes Beispiel und zwar Lungenkrebs herangezogen, um das ein bisschen konsistenter zu machen. Das erste Beispiel, das ich präsentieren will, ist das Erkennen von Lungenknötchen. Also Lungenknötchen ist noch kein Lungenkrebs, aber es kann die Vorstufe zu Lungenkrebs sein. Es sind mehr oder weniger Verdichtungen. Bitte meine Arztkollegen korrigieren, falls ich das falsch jetzt definiert habe. Ich bin kein Arzt, aber so wie ich das verstehe, sind das Verdichtungen in der Lunge und die zeigen sich als weiße Punkte in Computertomographie-Scans. Das sind diese Scans, die wir sehen. Und mit KI-Modellen kann man diese Lungenknötchen automatisch erkennen. Und da wurde ja in Studien auch schon gezeigt, dass das auf Expertenniveau, also sprich auf Arztniveau, funktioniert. Also diese Lungenknötchen werden dann automatisch angemalt. So kann man sich das vorstellen. Was ist jetzt der Patientenbenefit von denen? Das klingt jetzt alles sehr fancy, aber was ist jetzt der Benefit? Der Benefit in diesem konkreten Anwendungsbeispiel wäre zum Beispiel weniger übersehene Krebsfälle. Wenn man alle von diesen Lungenknötchen erkennt, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit größer, dass man dann auch einen möglichen Lungenkrebs erkennt. Ein nächster Punkt ist automatisches Messen. Also wir haben jetzt diese Lungenknötchen erkannt, aber was wir auch machen wollen, ist, wir wollen ja die Eigenschaften dieses Patienten oder der Krankheit besser verstehen. Also wir können die Größe und das Volumen von Lungenknötchen auch automatisch messen. Das geht auch. Also das kann man in 2D machen, aber es funktioniert auch in 3D. Und der Vorteil an dem Ganzen ist, dass es erstens präzise ist, es funktioniert schon sehr genau, aber es ist auch wiederholbar. Das heißt, wenn man das gleiche Bild zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, das genau das gleiche in das KI-Modell hineinsteckt, kommt genauso oft exakt das gleiche Ergebnis raus. Bei einem Arzt oder bei mehreren Ärzten hat man immer eine gewisse Variabilität drinnen. Und es wurde gezeigt, in einer Studie, dass das sogar genauer funktioniert als manuelle Messungen. Was man sich jetzt, ich habe das hier jetzt nur als Beispiel genommen. Ich hoffe, man sieht das vor Ort bzw. online auch ganz gut. Also wir haben hier in diesem einen Beispiel haben wir einen großen weißen Punkt in der Mitte der Lunge. In dem Fall wird wahrscheinlich eine manuelle Messung auch ganz okay funktionieren, aber wenn man sich vorstellt, man hat einen sehr komplexen Fall mit ganz, ganz vielen von diesen Lungenknötchen, dann wird, glaube ich, ganz klar, dass eine automatische Analyse sehr viel Sinn macht, weil das einfach manuell extrem viel Zeit kostet, beziehungsweise fast nicht durchführbar ist. Und was ist dann der Vorteil jetzt wieder aus Patientensicht? Was wäre jetzt der Vorteil von so einem System oder was ist der Vorteil? Einerseits kann man natürlich Leitlinien, die existieren, genauer umsetzen. Und andererseits hat man auch mehr Zeit für Patienten, beziehungsweise auch sich als Arzt sinnvolle Gedanken zu machen. Anstatt dass ich jetzt
diese Lungenknötchenversuche genau zu messen, überlege ich mir nicht, wie messe ich die und mache ich das möglichst genau, sondern ich habe Zeit dafür, mir zu überlegen, was mache ich mit diesen Werten. Ich glaube, das ist sinnvoller. Ja, ein weiteres Beispiel, das auch, finde ich, sehr spannend ist, man kann, was ganz wichtig ist, auch diese Lungenknötchen zu charakterisieren, also sie in Kategorien einzuteilen. Und zwar, dass man, also Beispiele hierfür wären zum Beispiel, dass sie sehr, dass sie verkalkt sind oder dass sie fest sind oder nicht fest und so weiter. Und das ist insofern relevant, weil es Basis für Entscheidungen ist. Und auch hier funktioniert diese Kategorisierung schon auf menschlichem Niveau. Und wie gesagt, Basis für Entscheidungen, also was für Entscheidungen werden da getroffen aufgrund dieser Kategorien? Beispiele wären keine Maßnahme treffen, weil alles unauffällig ist, eine zeitnahe Kontrolle, weil vielleicht ein Verdachtsmoment besteht oder vielleicht sogar eine Biopsie, weil das Risiko hoch zu sein scheint. Und ganz klar, ähnlich wie ich vorher schon erwähnt habe, auch hier ist der Patientenbenefit eine bessere Entscheidungsbasis, weil man eben mit Hilfe eines automatischen KI-Systems schon diese Kategorien automatisch bekommt. Ein letztes Beispiel, auch in diesem Kontext, ist ein KI-Modell, das das Krebsrisiko für einzelne Lungenknötchen vorhersagen kann. Also für jedes von diesen einzelnen Lungenknötchen kann man das KI-Modell anwenden und bekommt dann ein Risiko, niedrig, mittel oder hoch. Und interessant finde ich, dass, vorher habe ich gemeint, ein Patientenvorteil wäre, dass man die Leitlinie genauer umsetzen kann. Das hier ist ein Beispiel dafür, dass man eine Leitlinie sogar besser machen kann mit KI. Es wurde nämlich gezeigt, dass mit Hilfe der KI-basierten Vorhersage die Diagnose von Krebs, also die Krebsdiagnose früher gestellt hätte werden können, in Kombination mit der vorhandenen Leitlinie. Also das hat wirklich eine konkrete Auswirkung auf Behandlung. Und zwar die Studie hat untersucht, und wenn das KI-Modell Risiko mittel vorhersagt, einfach der Leitlinie weiterhin folgen, so wie bisher. Wenn das Risiko niedrig ist, macht man die nächste Kontrolle später. Und wenn das Risiko, also wenn das Risiko, das KI-Modell ein hohes Risiko vorhersagt, dann sollte man die Leitlinie eben anpassen und eine nächste Kontrolle früher machen. Und aufgrund dessen, laut der Studie, hätte man in 33-45% der Fälle eine frühere Diagnose machen können. Ich glaube, ein klarer Patientenbenefit, frühere Krebsdiagnose ist hier offensichtlich. Zu guter Letzt möchte ich noch kurz auf zwei offene Fragen oder Dinge eingehen, die nicht so ganz klar sind aus meiner Sicht. Es gibt wahrscheinlich noch mehr Punkte, die man diskutieren könnte, aber das sind aus meiner Sicht die zwei essentielle. Es ist wahrscheinlich die Frage, also keiner will wirklich so die Verantwortung haben, aber mögliche Ideen dazu sind zum Beispiel, also ist die Frage, ist es der KI-Entwickler, ist es derjenige, der den Algorithmus trainiert hat, wenn was passiert, soll es weiterhin der Arzt sein? Mögliche Idee dazu ist, dass KI-Entwickler nicht in einem einzelnen Fall verantwortlich sind, aber über einen gewissen Zeitraum, zum Beispiel über ein Jahr, eine gewisse Genauigkeit garantieren müssen. Und gleichzeitig aber auch der Arzt, der die KI als Tool verwendet, trotzdem die Letztverantwortung. Das ist jetzt eine mögliche Idee, die ich mal als Diskussionsausgangspunkt ganz sinnvoll finde, aber auch das ist wirklich eine offene Frage, die nicht ganz geklärt ist aus meiner Sicht. Auch die Ausbildung der Anwender, also der Mediziner, ist, finde ich, ganz wichtig, weil man kann KI nicht einfach verwenden. Das sollte man nicht machen, wenn man nicht weiß, was da passiert, sollte man es nicht verwenden. Weil es ist ganz wichtig, die Grenzen zu erkennen, aber auch gleichzeitig die Möglichkeiten zu verstehen. Weil erst wenn man diese beiden Dinge kann, dann kann man auch KI richtig einsetzen. Und zwar als, wie ich jetzt schon erwähnt habe, so nebenbei wirklich als Tool verwenden. Also KI wird aus meiner Sicht nicht den Arzt ersetzen, aber als Tool verwendet werden. Und da ist ganz wichtig, und jetzt kommt dieser Bogen zu dem selbstfahrenden Auto, den ich am Anfang erwähnt habe. Ich glaube, wir sollten weder im Auto diejenigen sein, die schlafen, und wir sollten aber auch nicht diejenigen sein, die komplett ausflippen.
jetzt auf die Arzt, also auf die Praxis oder auf die klinische Praxis bezogen, wir sollten dem KI-Modell nicht hundertprozentig vertrauen, aber wir sollten auch nicht dauernd alles in Frage stellen und alles nur manuell machen. Ich glaube, die Wahrheit liegt genau in der Mitte. Weil wenn, nur dann, wenn wir KI als Tool verwenden, um jetzt nochmal auf die Möglichkeiten zurückzublicken, ich glaube, nur dann, wenn wir das wirklich AI als Tool verwenden und richtig einsetzen, dann können wir die Diagnose früher stellen, individuelle Therapie verbessern und auch den Patientenzustand genauer verfolgen. Und ich habe ein Zitat, interessanterweise aus einem Wissenschafts-, aus einer Wissenschaft-, aus einer Wirtschaftszeitschrift, nicht aus einer Wissenschaft, sondern aus einer Wirtschaftszeitschrift genommen. Ich habe es leicht adaptiert, aber KI wird Ärzte nicht ersetzen, aber Ärzte mit KI werden Ärzte ohne KI ersetzen. Ich glaube, das ist so ein bisschen, zumindest das ist meine Sicht der Dinge. Mittel- oder langfristig wird das der Weg sein, den wir gehen müssen, wenn wir die Behandlung mit KI verbessern wollen. Ja, vielen Dank und falls es Fragen gibt, gerne. Vielen herzlichen Dank für den überaus spannenden Einblick und den Versuch, uns die künstliche Intelligenz sozusagen kritisch näher zu bringen. Sie können jetzt alle Fragen stellen, entweder Sie im Livestream bitte schreiben, beziehungsweise Sie hier melden und dann kommt das Mikrofon zu Ihnen. Das ist schon die erste Frage. Wird dieses Lungenknötchen-Beispiel schon verwendet? Ich finde das Lungenknötchen-Beispiel ein sehr, sehr gutes, weil Sie können sich erinnern, wo ein Herz, so ein kleiner weißer Fleck in der Lunge zu sehen war. Das ist einfach, den kann man ausmessen, das dauert nicht viel Zeit. Ich kann im Verlauf der Therapie dann schauen, ob dieses Knötchen größer oder kleiner wird und ob die Therapie wirkt oder nicht. Das ist einfach, da braucht man vielleicht noch nicht die künstliche Intelligenz. Das andere Bild mit diesen vielen weißen Flecken, da alle einzeln zu vermessen und zu schauen, ob die Summe aller Durchmesser um 25% kleiner oder größer geworden sind, das benötigt sehr, sehr viel Zeit. Und da ist die KI wirklich eine Unterstützung und Hilfe. Und vorweg, selbstverständlich wird immer der Arzt, die Ärztin letztverantwortlich sein und wir sind auch nicht ersetzbar durch KI. Haben Sie Fragen? Sie haben jetzt die Gelegenheit, den Experten, die Expertin zu fragen. Es wird noch nicht bei uns in der Routine verwendet. Um jetzt die Frage aus dem Livestream zu fragen, wird dieses Lungenknötchen-Beispiel schon verwendet? Aber sehr viel wird daran geforscht. Ich möchte Ihnen vielleicht noch ein Beispiel zur Therapie geben. Kollege hat gesagt, er ist kein Mediziner, aber er war bei Lungenkrebs. Bleiben wir bei dem Beispiel Lungenkrebs, als ich mit der Ausbildung zur Onkologin begonnen habe, gab es nur die Unterscheidung nicht kleinzelliges Lungenkarzinom, kleinzelliges Lungenkarzinom, diese Art der Chemotherapie oder diese Chemotherapie, das war alles. Dann kamen die ersten genetischen Veränderungen, das heißt die Zellen, wo man gesehen hat, da gibt es eine genetische Veränderung und da musste man schon wissen, da gibt man die Chemotherapie nicht, wirkt schlechter, sondern lieber diese Tablette oder diese Infusion. Wenn aber die genetische Veränderung nicht da ist, dann wirkt das andere nicht und so ist es immer komplizierter und komplizierter geworden. Zusätzlich muss man wissen, wie sind die Nierenwerte, die Leberwerte, wie sind durchaus auch die Hobbys, die Vorlieben der Patienten, weil auch die Nebenwirkungen eine Rolle spielen, wie ist das Alter und so weiter. Also eine Fülle an Informationen, die auch sehr komplett eingegeben werden müssen, weil wenn Sie nicht alles eingeben, dann erhalten Sie natürlich, dann erhält die künstliche Intelligenz auch nur einen Teil der Information. Und da kann er dann, kann diese künstliche Intelligenz uns schon einmal vorfiltern, in welche Therapierichtlinie wir gehen können. Und das ersetzt wiederum nicht den Arzt, die Ärztin, aber es erleichtert uns die Therapieentscheidung und vor allem gibt es uns die Zeit, mehr mit Ihnen sozusagen zu sprechen. Und das ist, glaube ich, die Chance. Welche KI werden im Krankenhaus schon angewandt? Jetzt möchte ich bitte an den Experten die Frage weitergeben. Was, also ich meine, Sie hören ja jetzt dann gleich zwei klinische Beispiele. Ich glaube, das werden wir nicht vorwegnehmen, sondern gibt es zwei Vorträge. Wollen Sie noch etwas dazu sagen? Ja, also also. Nein, nein, Sie sind bitte Ah, dran mit der okay. Antwort. Es gibt dann noch eine Frage. Ja, genau. Also ein Beispiel kann ich geben. Also ein Tool, das verwendet wird, ist ein Tool, das zu dem aktuellen Fall die ähnlichsten Fälle aus der Vergangenheit anzeigt und die dazugehörigen Diagnosen.
Also es ist auch kein Tool, das jetzt den Arzt ersetzt. Also wie gesagt, ich glaube auch wie die Kollegin gemeint hat, KI wird immer als Tool verwendet, sollte immer auch als Tool verwendet werden und wieder auch als Tool verwendet. Aber das ist in komplexen Fällen hilfreich, weil man dann schon Fälle, die auch im Tumorboard schon besprochen wurden oder an die man gar nicht mehr denkt, weil die Kollegen, die diesen Fall befunden haben, gar nicht mehr da sind vor 5 Jahren, hat man dann unmittelbar schon eine Diagnose aus der Vergangenheit und kann dann besser den aktuellen Fall beurteilen. Also das ist zum Beispiel ein Tool, das verwendet wird schon. Jetzt können Sie eine Frage stellen. Es kommt ja eine Frage aus dem Hörsaal. Funktioniert das? Ja, ja. Sehr gut. Ich habe verstanden, dass es eine große Hilfe für die Diagnostik ist. Ich bin seit einigen Jahren rückfällig geworden und habe viele Metastasen. Und für mich ist es immer sehr erstaunlich, wie genau die Diagnostik ist und wie wenig man in der Therapie eigentlich macht. Mehr oder weniger nur die Alternative, eine radikale Krebstherapie, die ich zum Beispiel nicht vertrage, also Chemotherapie, oder eben Pulver oder Immuntherapie oder so. Und da frage ich mich, wie weit ist es wirklich eine Hilfe, mit KI zu arbeiten, wo die Diagnostik ohnehin schon recht gut ist, aber in der Therapie noch, was ich halt Einblick habe, wenig Varianten angeboten werden. Es hängt von der Erkrankung ab, die Sie jetzt natürlich hier nicht vor dem Publikum sagen, aber es gibt Erkrankungen, wo Sie mittlerweile schon eine sehr hohe zweistellige Anzahl an Medikamenten haben und auch deren Kombinationen, also sehr, sehr viele Möglichkeiten. Sie haben gesagt, entweder Chemotherapie oder Medikamente oder nichts. Das ist schon viel, Medikamente und Chemotherapie, da ist schon vieles, aber ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung. Es geht, ja, aber beispielsweise beim Lungenkarzinom, ich bleibe jetzt bei dem Beispiel, weil da hat sich wahnsinnig viel getan, gab es vor wenigen Jahren tatsächlich nur Chemotherapie und jetzt erhalten eigentlich immer weniger Patienten Chemotherapie, sondern Immuntherapie. Und die Immuntherapie ist etwas, was nicht bei allen Diagnosen wirkt und auch nicht bei jedem individuellen Patienten, sondern sehr unterschiedlich. Wir wissen einfach noch nicht alles, aber in den letzten 10 Jahren haben wir in der medikamentösen Therapie, ich würde sagen, exponentielle Zugewinne erleben dürfen. Oder Hautkrebs war vor 10 Jahren, war es klar, nach 6 Monaten war einfach die Lebenserwartung ausgeschöpft. Jetzt sehen wir, dass Patienten nach 10 Jahren in derselben Situation noch immer geheilt sind und möglicherweise dauerhaft geheilt sind. Das ist ein Riesenfortschritt. Aber es hängt wirklich von der Erkrankung ab und von der Situation und da hilft uns die KI sehr wohl auch. Da müssen Sie nicht, Sie können es auch nachher inwiefern, dafür. Inwiefern ist KI eine Hilfe für die Therapie? So wie ich es Ihnen gesagt habe, wenn man wirklich alle Fakten eingibt, also das heißt auch nicht nur den pathologischen Befund, die bildgebenden Befunde, ist es sozusagen ein lokalisiertes Stadium oder hat es gestreut? Wie sind die Mutationen, dass bestimmter Pathologe mit einer, das heißt so NGS, also Next Generation Sequencing, eine sehr feine Methode, all das wird sozusagen in die KI gefüttert, theoretisch, dann kann es ein Ergebnis geben. Dazu gibt es auch Studien, Dr. Watson, vielleicht haben Sie das schon mal gehört, das war so eine KI, auf die wir sehr gehofft haben, die war nicht so ganz erfolgsversprechend, das heißt, wir Onkologinnen und Onkologen waren eigentlich immer noch ein Stück weg besser, aber der Kollege hat es auch gesagt, wir müssen die KI so trainieren, dass sie dann auch so punktgenau wird. Ja. Also Sie haben schon recht, in der Bildgebung, und das ist einfach eine technische Disziplin, sind wir da schon präziser, ja. Und in der medikamentösen Therapie ist natürlich, sind Sie als Mensch immer noch das, was die KI nicht so gut abschätzen kann. Aber ich glaube, es gibt jetzt sehr gute klinische Beispiele, die Ihnen zeigen, wie weit wir auch in der Therapie, wenn auch nicht in der medikamentösen Therapie, sondern wieder in der technischen Disziplin schon sind. Und ja, jetzt weiß ich nicht, zweite Vortrag sind Sie, genau. Kommt jetzt, wie die künstliche Intelligenz in der Radioonkologie, das heißt bei der Strahlentherapie, eine Hilfe ist. Und da darf ich vorwegnehmen, dort ist es, glaube ich, bald essentiell. Und wir haben jetzt wieder
einen nicht-medizinischen Experten, einen Physiker, der bei uns an der Radioonkologie sozusagen die Berechnungen und sehr wohl diese detaillierten Therapieplanungen mitgestaltet. Herr Gerd Hellmann, bitte. Hellmann, Entschuldigung. Dankeschön, guten Abend. Ja, ich freue mich, heute Abend hier sein zu dürfen und ein bisschen unsere Erfahrung, die wir bei uns in der Radioonkologie gemacht haben, mit dem Thema KI teilen zu dürfen. Und ja, ich bin kein Arzt und wenn ich mal auf die nächste Folie springe, ich habe Physik studiert in Deutschland, bin vor etwa 10 Jahren hier ans AKH gekommen, habe eine Zeit lang in der Patientenversorgung auch gearbeitet, also habe in der Bestrahlungsplanung von strahlentherapeutischen Plänen mitgewirkt und bin jetzt schlussendlich in der Forschung gelandet und 2018, also vor circa 5 Jahren, haben wir bei uns in der Klinik eine Forschungsgruppe zum Thema künstliche Intelligenz gegründet, als so Themen, wie der Kollege Dr. Seeböck gerade angesprochen hat, im Bereich Deep Learning, Machine Learning halt gerade richtig Wind bekommen haben, Aufwind bekommen haben. Und ich würde Ihnen ganz gerne heute ein paar Erfahrungen teilen, die wir bei uns in der Klinik gemacht haben mit KI, zum einen in der Forschung, aber zum anderen auch in der tatsächlichen Patientenversorgung. Also wir verwenden bei uns in der Therapie in gewissen Bereichen bereits künstliche Intelligenz, um uns zu unterstützen. Wie Sie sehen und wie der Kollege Seeböck vorhin auch schon gesagt hat, hat auch die KI Besitz vom AKH ergriffen. Um das Ganze ein bisschen zu motivieren, würde ich Ihnen ganz gerne zunächst einmal die Strahlentherapie kurz in Erinnerung rufen. Strahlentherapie ist eine sehr häufige Therapieform, die bei mehr als der Hälfte der Patientinnen und Patienten, die Krebs haben, im Laufe ihrer Behandlung eingesetzt wird. Dabei werden eben sehr hohe Strahlendosen dort im Tumor platziert, wo sie hingehören. Das führt leider dazu, dass auch ein wenig dieser Strahlenbelastung in funktionelles Gewebe außerhalb des Tumors abgegeben wird, wie beispielsweise in Organen, die dann geschädigt werden können. Deswegen kommt es leider bei der Strahlentherapie auch zu Nebenwirkungen. Und bei all diesen Aspekten eben dem Behandlungserfolg, also dem Besiegen der Krebszellen, aber auch eben bei der Reduktion der Nebenwirkungen, die nämlich auch sehr unangenehm sein können bei den Behandlungen, die wir anbieten, haben wir mit dem Einsatz von KI halt einige Fortschritte machen können in den vergangenen Jahren. Die Therapie, nur um das noch zu schließen, wird bei uns nicht einmalig ambulant vergeben, sondern in fraktionierten kleinen Dosen über einen Zeitraum von mehreren Tagen oder Wochen. Das heißt, Patientinnen und Patienten kommen bei uns häufig über mehrere Tage und Wochen zur Behandlung. Der die Grundlagen der künstlichen Intelligenz, besonders im Bereich der, mal wiederholen an dieser Stelle, die Sie vielleicht mit nach Hause nehmen können. Also künstliche Intelligenz setzen wir ein, um Aufgaben zu erfüllen, die sonst eigentlich nur von einem Menschen erfüllt werden können. Das sind Aufgaben, die normale Computerprogramme, weil sie zu dumm sind, in Anführungszeichen, nicht ausführen können, weil es ein gewisses entweder eine Fähigkeit zur Spracherkennung, zur Mustererkennung oder Entscheidungsfindung halt benötigt. Und diese Modelle sind dann darauf ausgelegt, auch aus diesen Daten zu lernen, also besser zu werden mit der Zeit, im Idealfall sich selber zu verbessern, um uns dann in letzter Instanz zu unterstützen bei diversen Aufgaben oder gar ganze Aufgabenbereiche zu automatisieren. Warum nun also künstliche Intelligenz in der Radioonkologie? Als erstes Beispiel möchte ich unter dem Stichwort Präzision den schon vielfach zitierten Fall eines Lungenkrebspatienten hier nochmal aufgreifen. Ich habe vorhin gesagt, dass die Behandlung bei uns über einen längeren Zeitraum von mehreren Tagen oder Wochen stattfindet. Aber nicht nur das, sondern die einzelne Behandlung dauert auch mehrere Sekunden bis hin zu Minuten. Das heißt, wenn wir uns dieses kleine Kügelchen in der Lunge vorstellen, während der Behandlung, und dadurch wird dieses kleine Lungenbällchen eben nach oben, nach unten wandern, manchmal nach vorne und wieder zurück wandern. Und wir wollen natürlich diese hohe Strahlendosis
nur dort in diesem Bällchen konzentrieren und nicht irgendwo anders und womöglich gesundes Lungengewebe dadurch schädigen. Und was wir eben mit Hilfe von künstlicher Intelligenz schaffen, ist eine Art Vorhersagemodell zu entwickeln, mit dem wir die Position in 1, 2, 3 Sekunden oder auch Millisekunden vorherzusagen. Und da haben wir gerade ein Forschungsprojekt begonnen, wo wir eben neuartige neuronale Netzwerke trainieren, die eben in der Lage sind, solche Kurven, die eine Bewegung eines kleinen Lungenbällchens eben nachzeichnen, vorherzusagen, um dann nämlich im richtigen Zeitpunkt die Maschine anzuschalten und den Tumor zu treffen und nicht daneben zu schießen, denn das wäre nicht gut. Wir behandeln natürlich in der Vergangenheit auch diese kleinen Lungenbällchen mit Strahlentherapie, aber unsere bisherige Herangehensweise war häufig, dass wir einfach einen größeren Sicherheitssaum um dieses Lungenbällchen ziehen, um dann eben sicher zu sein, dass wir auf jeden Fall das Lungenbällchen treffen, mit dem Trade-off oder mit dem Nachteil, dass man eben auch Lungengewebe trifft. Ein zweiter Aspekt, wo uns KI in Zukunft besonders unterstützen kann, ist Effizienz. Wir können die Effizienz unserer Kliniken massiv steigern, indem wir künstliche Intelligenz einsetzen. Ich habe hier auf diesen beiden Grafiken oben einmal eine Infografik der Internationalen Atomenergiebehörde geworfen, die zeigt die Versorgung von Strahlentherapien weltweit. Und da sieht man ganz klar, dass in verschiedenen Bereichen der Welt Patienten unterversorgt sind mit der Verfügbarkeit von Strahlentherapien. Und auf der rechten Seite habe ich vom Welthandelsforum prognostiziert, die Krebszahlen in den nächsten 20 oder 10, 15 Jahren dargestellt, wo man sieht, dass die halt weiter wachsen werden. Und wir in der Krebsbehandlung mit strahlentherapeutischen Methoden wollen vorbereitet sein auf diese wachsende Nachfrage. Wir wollen vorbereitet sein, mehr Patienten in der Zukunft behandeln zu können und auf eine alternde Bevölkerung eingestellt zu sein. Ein weiterer Aspekt ist KI, die uns gewisse Aufgaben abnimmt oder schneller erledigen lässt, kann auch Wartezeiten reduzieren. Wir kennen das alle, aus Zeitungen lesen wir, dass Wartezeiten auf Krebstherapien teilweise doch sehr lange Zeit in Anspruch nehmen. Ja? Und wir wollen eben auch mithelfen, die Verfügbarkeit von Therapien hier vor Ort bei uns am AKH beispielsweise zu verbessern. Und ein letzter Punkt, auf den auch mein Kollege Dr. Seebeck vorhin schon ein wenig eingegangen ist, ist personalisiertere Therapien. Wir wollen individuellere Behandlung für unsere Patientinnen und Patienten anbieten, um eben mehr Informationen in die Entscheidungsfindung für eine Therapie einfließen zu lassen. Natürlich sind bei uns im Haus Expertinnen und Experten verantwortlich für die Diagnosestellung, für die Therapieentscheidung, aber diese Personen haben ein riesen Informationsgehalt, mit dem sie konfrontiert werden, wenn sie eine Patientenakte öffnen. Und es sind Experten, sie haben jahrelange Erfahrung, aber wir können KI einsetzen, um diese vielen Informationen, diese Tausenden an einzelnen Datenpunkten besser zu modellieren, um daraus Modelle zu entwickeln, die uns in unseren Entscheidungen für Therapien unterstützen können. Dabei wollen wir eben nicht den Arzt ersetzen, sondern gemeinsam mit Unterstützung von KI den Arzt zu einem besseren Arzt machen. Auch das ist sehr schön vorhin in diesem Zitat, glaube ich, deutlich geworden. Jetzt möchte ich noch zwei ganz konkrete Anwendungsbeispiele bei uns in der Strahlentherapie zeigen. Das eine ist Segmentierung. Auch da greife ich das Beispiel vom autonomen Fahren auf, was wir vorhin im Video schon gesehen haben. Also im oberen Bild hier sieht man vielleicht so ein Bild, was man in den Medien schon mal gesehen hat, von einer Straße, einem Foto einer Straße oder einer Simulation einer Straße. Und auf der rechten Seite ist diese Straße eingefärbt in verschiedene farbige Kodierungen. Genau diese farbigen Kodierungen sollen der KI oder stammen von der KI und sollen dem Fahrzeug dann suggerieren, wo ein sicherer Weg ist und wo Hindernisse oder wo Gefahren lauern, die halt umfahren werden oder wo gestoppt werden muss. Und das ist ein ganz schönes Beispiel, wenn man sich eben vorstellt, dass wir bei uns in der Strahlentherapie
durch Hindernisse letztlich hindurch, weil unsere Strahlung kommt von außen in den Patienten rein, dort zum Tumor, wo der halt eingebettet ist in Organe, wo sich Hindernisse befinden. Und die künstliche Intelligenz kann uns eben dabei unterstützen, so einen Atlas einer Anatomie des Patienten besser, effizienter und schneller zu zeichnen, um dann genau festzustellen, okay, wo liegt der Tumor und wo sollte ich lieber nicht die strahlentherapeutische Dosis applizieren. Was bringt das? Wir haben das mittlerweile eingesetzt bei uns in der Klinik und konnten zeigen, dass es schneller ist als eine händische Einzeichnung von den Risikostrukturen. Wir konnten zeigen, dass es häufig eine höhere Genauigkeit erzielt und dadurch kann das Gesamtrisiko reduziert werden, weil eine KI hat keinen schlechten Tag oder hat keinen Stress oder ist unerfahren oder hat andere Faktoren, die die Qualität einer händischen Segmentierung oder Einzeichnung einer Struktur beeinträchtigen. Und dadurch können wir, und das hoffen wir und wollen wir auch zeigen in Zukunft in Studien, dass wir bessere, schonendere Therapien für unsere Patientinnen und Patienten anbieten können. Und wie gesagt, das ist vor Jahren bei uns in der Forschungsgruppe eben selbst noch Gegenstand der Forschung gewesen. Wir haben da dazu Studien angestellt, unsere eigenen Modelle entwickelt. Mittlerweile haben diese, also nicht unsere Modelle jetzt im Speziellen, aber haben künstliche Intelligenz-basierte Modelle zur Segmentierung Einzug gehalten in Kliniken und werden mittlerweile weltweit in Strahlentherapien so eben auch seit Januar diesen Jahres bei uns in der Radioonkologie eingesetzt. Ein zweites Beispiel. Ich weiß nicht, inwiefern Sie damit vertraut sind, aber die Bestrahlungsplanung ist relativ kompliziert und computerintensiv. Wir haben hier nochmal den Atlas des Menschen, den wir jetzt von KI oder von Hand eingezeichnet haben und müssen jetzt gemeinsam mit einem Computerprogramm, und das ist etwas, was derzeit, was die letzten 10, 15 Jahre genau so passiert ist, mithilfe eines Computerprogramms jetzt einen Bestrahlungsplan, eine optimale Bestrahlungsplanung errechnen. Diese Errechnung ist sehr sehr rechnungsintensiv und braucht auch viele händische Schritte, viele Feinjustierungen eines Planers, eines Menschen, der da dran sitzt und dieses Bestrahlungsplanungssystem bedient. Am Ende soll dann eben so eine Sequenz einer Bestrahlung generiert werden, die wir dann an diese Maschinen, an die Linearbeschleuniger schicken können. Und die sehen halt so, wie wir hier in diesem kleinen Video sehen können, aus in Form von Lamellenbewegungen, die halt das Strahlenfeld formen, um halt eben, je nachdem, wo wir uns um den Patienten befinden, halt den Tumor genau zu zielen, aber gerade eben am Rektum, an der Blase, an der Lunge vorbei schießen zu können. Und da dieses Optimieren von Planungs-, von Bestrahlungsplänen in der Vergangenheit sehr viel Zeit benötigt hat, haben wir dort vor einigen Jahren begonnen, mit einem Modell zu arbeiten. Wir haben hunderte, fast tausende Patientendaten hergenommen, die bei uns behandelt wurden. Wir haben die Bestrahlungspläne versucht, in einem Modell nachzubilden und, wie der Kollege Seeberg vorhin gesagt hat, ein Modell zu trainieren mit Hilfe dieser Daten. Das heißt, dieses Modell kennt gute, qualitativ hochwertige, von unseren Ärzten abgesegnete Bestrahlungspläne und nimmt diese als Grundlage, um eben neue Bestrahlungspläne für einen neuen Patienten zu erzeugen. Und das ist gerade dieses Jahr publiziert worden und wir sind da in der Lage, innerhalb von Sekunden einen neuen Plan zu erstellen. Das ist noch Stand der Forschung und wir sind noch weit weg von einer tatsächlichen Anwendung am Patienten. Aber ich glaube, hier werden ganz wichtige Grundlagen gelegt, um einfach in Zukunft dieses minuten- oder teilweise stundenlangen Prozess der Bestrahlungsplanung auf Sekunden runterzubrechen. Was ermöglicht uns das? Wir können genauer reagieren auf anatomische Veränderungen bei unseren Patienten. Patienten sind in Zukunft, wir profitieren in Zukunft davon, dass wir den Patienten kurz vor der Bestrahlung einmal scannen und dann tagesaktuell sozusagen einen Plan erstellen können, der auf die ganz individuelle Anatomie des Patienten des heutigen Tages angepasst ist. Das ist eine Vision, das wird noch einige Zeit brauchen, fürchte ich, bis wir das bei uns in der Klinik verwenden können, aber da werden gerade weltweit in verschiedenen Gruppen wichtige Grundlagen gelegt in diese Richtung.
Das hier ist eine sehr volle Folie, in der ich zeigen möchte, dass ich heute am heutigen Abend eigentlich nur zwei kleine Aspekte, also diese beiden, Entschuldigung, ich bin ein wenig daneben, aber diese zwei Aspekte des Einsatzes von KI in der Strahlentherapie angeschnitten haben. Es gibt noch viele, viele weitere Bereiche, in denen KI mittlerweile eingesetzt wird. Häufig nicht in der Forschung, häufig nicht in der Klinik, sondern ist noch Gegenstand der Forschung. Aber wir versuchen, sämtliche Schritte von Diagnose bis hin auch zu Nachsorge, sämtliche Bereiche, sämtliche Aufgaben mit KI abzudecken. Zusammenfassend nochmal als Message, die Sie mit nach Hause nehmen können. Warum setzen wir künstliche Intelligenz bei uns in der Strahlentherapie ein? Wir wollen präziser sein, wir wollen effizienter sein und dadurch wollen wir individuellere Behandlung für unsere Patientinnen und Patienten anbieten können in Zukunft. Das können wir zum Teil jetzt schon, aber das wird in Zukunft noch viel stärker ausgeprägt sein. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Zukunft wird noch viel, viel weitläufiger sein, als es derzeit ist. Unsere Patienten profitieren dann von höherer Verfügbarkeit von Therapieoptionen, von schonenderer Therapien und von einer Chance, den Krebs, einer besseren Chance, den Krebs zu besiegen, hoffentlich. Ich möchte in diesem Zusammenhang auch nochmal ganz besonders die Klinik bringen, um weniger Personal, um weniger Kontakt, um weniger Interaktion zwischen Menschen und zwischen Arzt, zwischen Pflege und den Patientinnen und Patienten zu verursachen. Nein, ich glaube, dass wir die KI ganz im Gegenteil dazu eben verstehen sollten, mehr Zeit, dass wir den Ärztinnen und Ärzten, dass wir dem Pflegepersonal mehr Zeit einräumen für diese wichtigen Interaktionen mit den Menschen, für diese wichtige direkten Kontakt mit den Patientinnen und Patienten. Und so sehe ich den Helfer KI nicht als Rivalen oder als jemand, der uns verdrängt oder der irgendwie die menschliche Interaktion wegrationalisiert, sondern als weitere Mitarbeiter oder weitere Mitarbeiterin, die bei uns im Team mitarbeitet, an verschiedensten Stellen, in verschiedensten Bereichen uns hier und da unterstützt und uns mehr Zeit für das Wesentliche einräumt. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit und ja, würde mich sehr über Fragen freuen. Danke. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Sie können jetzt Fragen stellen, hier im Saal gleich drüben, während das Mikro zu Ihnen kommt. Wie kommt die... Weg ist es. Gut, es kommt doch das Mikro zuerst dran. Ich möchte nur fragen, kann man das auch bei Pankreas anwenden? Theoretisch ja, sofern halt eine strahlentherapeutische Behandlung beim Pankreas vom Arzt vorgesehen ist und diese dann bei uns in der Klinik durchgeführt wird, werden Sie oder wird dieser Patient von unserer KI in dem Bereich der Segmentierung jetzt schon profitieren. Also es wird jetzt schon eine konsistentere, wahrscheinlich hochqualitativere Segmentierung für diesen Patienten durchgeführt werden mittels KI. Also präoperativ oder bei nicht operablen Tumoren ist die Strahlentherapie bei uns jetzt schon lange etabliert. Ja. Wird sie verwendet? Ja, sie wird. Ja. Ja. Also KI, das muss der Physiker wieder beantworten. Genau. Und wie lange dauert es bei der Lunge, wo man da dieses Zeitfenster hat für die Therapie, Strahlentherapie? Da fürchte ich, bin ich leider der falsche Ansprechpartner, weil ich eben keinen medizinischen Hintergrund habe. Aber ich würde da verweisen vielleicht auf folgende Vorträge, die in dieser Reihe noch folgen werden, von Kolleginnen, von Ärztinnen und Ärzten bei uns aus der Klinik. Danke. So, jetzt kommt eine Frage aus dem Livestream. Wie kommen die Datensammlungen für die KI zustande? Dürfen alle Patientendaten für KI verwendet werden? Ein Datenschutzthema, ja. Ein wichtiges das ist eine sehr gute Frage. Ja. Und das ist natürlich etwas, was uns beschäftigt, gerade in der Forschung. Da gibt es ganz klare Regeln. Wir dürfen nicht einfach alles verwenden, was bei uns in der Klinik an Daten anfällt, auf gar keinen Fall. Da gibt es ganz klare Regeln. Es gibt eine Ethikkommission, über die ein Antrag gestellt werden muss zur Nutzung von Daten. Dazu muss ich sagen, dass es bei uns in der Entwicklung von Modellen sich häufig um retrospektive Daten handelt. Also
Wir belasten den Patienten oder die Patientin nicht mit Extraaufnahmen oder mit irgendwelchen anderen Extra-Therapien oder Diagnosen, die sonst nicht therapeutisch vorgesehen werden, sondern verwenden für Forschungsergebnisse, die eben von einer Ethikkommission abgesegnet sind, nur retrospektive Daten in vielen Fällen. Ja. Es gibt Ausnahmen, aber da gibt es dann eben Patienteninformationen, wo sie dann gefragt werden, ob sie teilnehmen wollen an Studien und genau. Guten Abend. Ich habe einmal gelesen und gehört, dass für eine effizientere Bestrahlung es von diversen verschiedenen Seiten gleichzeitig bestrahlt wird, um die Intensität zu erhöhen. Ist das noch der Fall? Kann das das KI auch? Das ist noch der Fall, genau. Und wie Sie vielleicht in einigen von diesen Animationen gesehen haben, die ich verwendet habe, ist, dass bei uns dieser Beschleunigerkopf um den Patienten rotiert. Und dann aus verschiedenen Richtungen gleichzeitig, also nicht gleichzeitig, sondern halt nacheinander, aber dann um den vorher optimal berechneten Einstrahlwinkel zu finden und dann von dort eben diese Dosis zu applizieren. Ja, aber das ist eine bestimmte Menge oder Stärke der Strahlung. Aber wenn man das gleichzeitig von mehreren Seiten macht, kann man mit mildereren Strahlen eine höhere Effizienz erzielen, oder? Auch da vielleicht der Verweis auf meine medizinischen Kolleginnen, aber die Reparaturmechanismen innerhalb von Zellen und so weiter, die finden nicht innerhalb von Sekunden statt. Das heißt, eine Applikation der strahlentherapeutischen Dosis innerhalb von einer halben Minute oder sowas hätte den gleichen Effekt, wie als wenn man das gleichzeitig von allen Seiten applizieren würde. So ist mein Verständnis, aber da würde ich auch bitte... Aber ich die Frage aus dem Livestream zielt eher ein bisschen dahin. Gibt es Zahlen, ob die mit KI generierten Bestrahlungspläne weniger Nebenwirkungen haben? Diese Zahlen gibt es nicht. Da liegt es bei uns in der Forschung daran zu oder in den Kliniken daran, das zu beweisen. Und da gibt es sicherlich Ideen und Forschung und Studien, die da aufgestellt werden, um eben zu beweisen, okay, wir haben jetzt diese KI, wir behaupten, dass wir bessere Pläne haben. Aber natürlich müssen wir das am Menschen, an dem Therapieerfolg letztlich messen, ob diese KI wirklich eine Rechtfertigung hat, bei uns in der Klinik auch auf lange Sicht eingesetzt zu werden. Das ist völlig richtig, ja. Danke vielmals für diesen interessanten Vortrag. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, dass Sie haben das so schön im Vortrag gesagt, es ist ein Mitarbeiter, ich sehe es fast ein bisschen wie ein Kollege, ja. Das heißt jetzt im medizinischen Bereich oder auch in der Pflege. Gibt es da schon so, wo man sagt, wo der Experte jetzt, also nicht die KI sagt, okay, ich hätte jetzt diese Therapie oder diese Diagnose gestellt und die KI sagt jetzt na, ganz was anderes, weicht das immer ab oder ist es gleich? Gibt es da schon Erfahrungswerte? Meinungsunterschiede zwischen den Kolleginnen und Kollegen. Ja. Ja, das ist eine gute Frage. Das ist auch eine Frage, der wir uns letztes Jahr in Vorbereitung auf die Implementierung von dieser künstlichen Intelligenz bei uns für die Segmentierung gestellt haben, um eben zu schauen, wann unterscheidet sich denn die Meinung unseres Experten von der KI? Und wir haben das bewertet und wir haben dann halt Organe oder Strukturen identifiziert, wo halt der Mensch in der Kontrolle noch mal ein bisschen genauer nachschauen soll, weil wir der KI da nicht 100% immer trauen können. Und so haben wir versucht, dem so ein bisschen vorzubeugen. Und also, eine Frage noch, jetzt abgesehen vom Datenschutz, wie wird das administrativ, wird das jetzt schon, gibt es dazu schon Tools, wo man sagt, okay, wenn man jetzt zum Beispiel einen Arztbrief anschaut oder Therapie oder Diagnose, da steht immer Diagnose von Frau Doktor oder Doktorin oder Doktor. Wird das jetzt dann auch zukünftig administrativ sein? Nein, das war auch der Kollege KI oder die Kollegin KI? Da sind wir derzeit noch nicht. Gut, danke schön. So wie man ChatGPT erwähnen muss. Genau. Ja, vielen herzlichen Dank. Übrigens hätte ich nicht gedacht, dass Sie aus Deutschland kommen. Sie können schon sehr gut Österreichisch. Ja, sehr gut. Jetzt kommen... ich glaube, Sie haben die Frage zurückgezogen. Ja. Es kommen zwei, eine Ärztin und ein Arzt, zwei Neurochirurginnen. Das heißt, jetzt wird es wirklich klinisch, aber künstliche Intelligenz. An dieser Stelle möchte ich Ihnen mal sagen, das, was Ihnen heute präsentiert wird, diese technischen Fortschritte in Zusammenspiel mit diesen Super-Expertinnen, haben dazu geführt, dass wir seit 2 Jahren in den Top-Rankings international sind. Wir sind heuer an 30. Position der weltweit besten Krankenhäuser. Ich glaube, Sie kriegen ein Gefühl, weshalb wir dort sind. Ich weiß nicht, wer von Ihnen beiden beginnt. Ein Gerät, das ich erst vor wenigen Monaten zur Bewilligung auf den Tisch hatte. Und schon berichten Sie über die Erfahrungen.
Ja. Na, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich, hier da zu sein, auch mit meiner Kollegin Frau Dr. Wadjura, die jetzt gerade von einem Auslandsaufenthalt in New York zurückgekommen ist und gerade sehr viel auf dem Gebiet dieser Technik und der KI-Entwicklung gearbeitet hat. Vielen Dank auch für die Unterstützung. Also Sie haben sehr viel Weitblick bewiesen in den letzten Jahren, wo Sie kenne, und Sie sind sehr aufgeschlossen solchen Techniken. Und darum bin ich froh, heute darüber auch berichten zu können, über unsere ersten Ergebnisse. Jetzt werden wir ein bisschen wechseln auf, jetzt, wir haben viel Lunge und andere Organe gesehen, jetzt geht es ums Hirn und da wollen wir über die KI berichten zu einer raschen Gewebediagnostik bei Hirntumoroperationen. Darf ich da, Kurz möchte ich einleitend beginnen. Also es gibt eben da ganz verschiedene Hirntumoren, ca. 120 oder über 120 verschiedene Hirntumoren. Und die werden entsprechend der unterschiedlichen Gewebeeigenschaften eingeteilt. Und da gibt es nach der Weltgesundheitsorganisation gewisse Kriterien und damit kann man diese Tumore auch ganz genau einteilen. Und Sie sehen hier eben, dass das wirklich, also in diesen Diagrammen eine ganze Reihe von verschiedenen Tumoren sind. Und zu den häufigsten Hirntumorarten zählen eben die hirneigenen Tumore, die sogenannten Gliome, auch die Meningiome, Hypophysenadenome, Nervenscheidentumore und auch Lymphome. Und natürlich können auch dazu die sekundären Tumore, also die Absiedelungen von einem anderen Karzinom, also auch Metastasen. Und bei den Hirntumoren hat man eine die treten halt gehäuft im höheren Alter auf. Sie sehen hier, also vor allem eben 50, 60, 70 in dem Altersbereich bis zu 80 eben so ein gehäuftes Vorkommen von Hirntumoren. Und heutzutage, diese Klassifikationen von diesen Weltgesundheitsorganisationskriterien haben sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten geändert. Und die letzte Klassifikation gab es dann 2021. Und in den letzten Klassifikationen war primär eben die Gewebeanalyse eben ein ganz wichtiger Faktor. Und mittlerweile in der letzten Klassifikation sind die genetischen Faktoren eben immer wichtiger geworden. Und heute ist es eben schon routinemäßig, dass diese Tumore dann auch genetisch eingeteilt werden. Also Sie sehen hier eine ganze Reihe von verschiedenen Faktoren, die dann bestimmt werden, um eben eine ganz präzise Diagnose mittlerweile machen zu können. Das ist nicht nur mehr der eine Tumor, sondern man kann den speziellen Tumor, den wir auch dann operieren und damit das Gewebe entnehmen, auch wirklich heutzutage sehr ausführlich einteilen und damit natürlich auch immer Therapien dann quasi für den Patienten entwickeln, die speziell für diesen Tumor eben auch wirken. Und wie ist jetzt das Vorgehen bei Verdacht auf einen Hirntumor? Also normalerweise ist eben die Operation mit einer mikroskopischen Diagnosesicherung der erste Schritt, wenn eben ein Hirntumor diagnostiziert wird. Und die genaue Operationsstrategie ist davon meist abhängig eben von der individuellen Tumorart. Die meisten Tumore ist eben das Ziel, dass man eine weitestgehende sichere Tumorentfernung erzielen kann, zum Beispiel eben bei den hirneigenen Tumoren, aber auch bei den Absiedelungen von anderen Tumoren, also den Metastasen. Und bei anderen Tumoren, wie eben zum Beispiel bei Lymphomen, reicht es aus, wenn man eine Diagnose sichert, weil man die eigentlich sehr gut auch mit einer medikamentösen Therapie im Anschluss behandeln kann. Also da muss man gar keine Entfernung durchführen, sondern da ist die Diagnosesicherung eben der wichtige Faktor und dann eben die Nachbehandlung. Und durch die Bildgebung, die ist in den letzten Jahren immer genauer geworden, also da gibt es Durchblutungsmessungen, Stoffwechselaktivitätsmessungen, also wirklich hat sich extrem viel verbessert und natürlich auch mit den KI-Ansätzen. Aber es gibt doch noch immer eben Fälle, wo man es nicht ganz genau einschätzen kann vor der Operation, welcher Tumor das ist. Und zum Beispiel bei dem Tumor, den wir hier sehen, ist nicht ganz klar, ist das jetzt ein hirneigener Tumor oder vielleicht doch eine Metastase oder ein Lymphom. Und deswegen entnimmt man dann auch halt als erstes eine Biopsie, um dann weiter zu entscheiden,
wie man mit der Operation eben weitermacht, ob man es bei der Biopsie belässt oder doch besser eben eine Tumorentfernung anschließend durchführt. Was sind jetzt die Schwierigkeiten bei den Hirntumorentfernungen? Also die Tumorgrenze bei der Operation ist meist nur schwer erkennbar, vor allem eben bei den hirneigenen Tumoren. Und die hirneigenen Tumoren zeigen eben ein mikroskopisches Einwachsen ins Gehirn. Also Sie sehen das hier. Also hier ist dieser quasi Tumorknoten und rundherum wachsen eben immer mit geringerer Zelldichte eben diese Tumorzellen. Und darum ist es so eine Schwierigkeit, diese Tumore auch zu entfernen. Man sieht hier eben ein Operationsbild, also das ist der Tumor MMR hier während der Operation und da ist es sehr schwierig zu sagen, ist das noch Tumor oder nicht. Und auch in diesem Bild, das nach der Operation durchgeführt wurde, sieht man da auch einen Resttumor in dem Bereich, weil das eben manchmal eben sehr schwierig ist, diesen Resttumor zu erkennen. Und da ist es wichtig, eben Methoden zur Verfügung zu haben, die eben während der Operation uns da helfen, den Tumor zu erkennen. Und was gibt es da jetzt für Methoden? Einerseits die Navigation. Also das Neuronavigationssystem kann man sich vorstellen wie im Auto, dass man MR-Daten vor der Operation macht. Da kann man Faserbanddarstellungen zusätzlich machen, ein funktionelles MR, um zum Beispiel Tumore in Sprachregionen zu erkennen. Und diese Daten speist man dann in das Navigationssystem ein und kann das genau in Relation zum Tumor eben darstellen, um damit eben die Eingriffssicherheit dann zu erhöhen. Alle quasi Tumoroperationen, die wir machen, werden auch mit einem OP-Mikroskop verwendet, damit man eben wirklich eine maximale Sicherheit und Genauigkeit erzielen kann. Es gibt auch Methoden mit dem Ultraschall, wo man eben den Tumor während der Operation auch in Echtzeit darstellen kann. Und auch ein intraoperatives MR, das heißt nach der Operation oder noch im Operationssaal, wenn wir glauben, wir haben jetzt den Tumor entfernt, können wir den Patienten noch in Narkose in den Nebenraum schieben und eine MR-Untersuchung machen und damit kontrollieren, haben wir jetzt das Ziel erreicht oder gibt es irgendwie einen unerwarteten Resttumor, den wir noch zusätzlich im gleichen Eingriff dann noch entfernen können. Das sind wirklich sehr hilfreiche Methoden, die aber auch gewisse Nachteile haben. Also zum Beispiel die Neuronavigation hat den Nachteil, dass es auf Daten, die vor der Operation gemacht wurden, basiert und mit zusätzlicher oder zunehmender Tumorentfernung das nicht mehr genau stimmt, wie am Beginn. Oder auch das intraoperative MR ist extrem teuer und es ist nur an wenigen Zentren verfügbar. Seit ein paar Jahren können wir das Gott sei Dank auch am AKH anbieten und laut meiner Erfahrung ist das eben sehr, sehr hilfreich für solche Operationen. Was auch noch sehr wichtig ist, ist eben die Verbesserung der Visualisierung von Hirntumoren mittels Fluoreszenz. Das ist eben eine neue Methode, die in den letzten Jahren eben entwickelt wurde, der sogenannte 5-ALA-Farbstoff. Und die Patienten nehmen eben vor der Operation eine Trinklösung zu sich. Und wir haben so ein modifiziertes Mikroskop, das zusätzlich dieses Fluoreszenzlicht auch ausstrahlen kann. Und damit kann man die Tumoren eben zum Leuchten bringen. Eben circa 3 Stunden vor der Operation bekommen sie diese Trinklösung und eben die Hauptindikation sind eben hirneigene Tumore, vor allem eben die schnell wachsenden. Und das AKH und die MOW ist weltweit eines der führenden Zentren im Bereich dieser Technik in der Neurologie und wir haben über 2000 Eingriffe in diesem Bereich schon gemacht. Und da sehen wir jetzt so ein freiliegendes Gehirn, da ist eben die Hirnhaut eröffnet worden, man sieht da eben die Gefäße, das Gehirn und da ist es eben relativ schwierig, auch für einen erfahrenen Neurochirurgen zu sehen, wo ist jetzt der Tumor. Hat irgendjemand einen Tipp, wo der sein könnte? Auch für mich jetzt wäre es schwierig, das zu kennen, aber ja, haben Sie erkannt, perfekt. Ich nehme Sie das nächste Mal mit. Ja, genau. Und da hat man eben diese Fluoreszenz erkannt und damit eben auch die Haupttumorlast in dem Bereich. Also wirklich sehr hilfreich, diese Methode.
Das Problem an diesen ganzen Methoden, die wir derzeit zur Verfügung haben, es liefert uns keine Informationen über die mikroskopische Gewebeinformation und die Tumorart. Das ist aber sehr wichtig, um eben die OP-Strategie eben korrekt festlegen zu können. Auch die Fluoreszenz ist gerade an den Randzonen nicht sehr spezifisch und zeigt uns irgendwie negative Werte an, obwohl doch noch Tumorzellen dort vorhanden sind. Und deshalb ist es eben so wichtig, eben, dass, und das ist eigentlich der Standard, dass man einen Schnellschnitt macht bei Tumoren. Und das erlaubt eben eine mikroskopische Gewebeinformation und auch eine Aussage über die Tumorart. Das Problem ist aber, es ist relativ zeitintensiv. Machen wir zum Beispiel eine Biopsie, müssen wir ca. 30 bis 45 Minuten warten, bis wir das Ergebnis haben, welche Tumorart das jetzt ist. Oder ist Tumorgewebe überhaupt in dem Präparat drinnen oder nicht, wenn wir jetzt eine Biopsie machen. Das ist aber nicht so, weil wir so langsam oder weil alles so langsam ist, sondern das ist im internationalen Vergleich auch so, weil das eben seine Zeit dauert. Das Gewebe muss auf die Neuropathologie transportiert werden, dann müssen die Gewebeschnitte angefertigt werden, dann muss es gefärbt werden und dann auch noch befundet werden. Das dauert seine Zeit, also sicher 30 Minuten. Und dadurch ist es auch schwer, eben verschiedene Randproben eben an mehreren Stellen zu entnehmen, was natürlich auch sehr wichtig wäre und sehr hilfreich, um eben die Tumorgrenzen besser erkennen zu können. Und da gibt es eben eine neuartige Technik und da möchte ich jetzt eben die Frau Dr. Vadjura bitten, hier die vorzustellen, um eben hier die Detektion eben von Hirntumorgewebe zu verbessern. Schönen guten Abend, auch ich freue mich hier zu sein und ich darf Ihnen jetzt diese neue Technik, die die Frau Professor Kornig auch vorhin schon erwähnt hat, kurz vorstellen und das ist dann auch der Sprung zur KI, weil diese Technik bietet uns quasi die Basis, um dann die künstliche Intelligenz überhaupt anwenden zu können. Daher ist es sehr wichtig auch zu verstehen, was das macht. Also diese Technik, auch wir können hier jetzt einen Bogen schlagen nach San Francisco, weil wir beide waren damals auf einem Kongress und haben dort diese neue Technik quasi entdeckt und gesehen, so wie das selbstfahrende Auto quasi beim ersten Redner und haben da sehr nette, engagierte Kollegen kennengelernt. Also die Technik wurde entwickelt von einem PhD-Studenten in Harvard, ein Deutscher eigentlich, der dort im Rahmen seiner Doktorarbeit ein Lasersystem entwickelt hat, es kombiniert mit einem Mikroskop und man kann so quasi auf wirklich mikroskopischer Ebene, ich zeige es Ihnen nachher am Beispiel, die Zellen schön darstellen und das Ganze ist auch noch digital verfügbar, das heißt sehr leicht übertragbar. Und er hat sich damals dann mit Neurochirurgen zusammengetan und schlussendlich haben sie ein Gerät entwickelt, das mittlerweile so weit ist, dass es zum einen sehr leicht bedienbar ist und zum anderen auch direkt in den OP-Saal geschoben werden kann und direkt dort bedient werden. Also wir brauchen jetzt für gewisse Dinge, die ich Ihnen gleich erklären werde, gar kein neuropathologisches Labor mehr und eben diese ganzen Transportzeiten fallen weg, die wir gerade gehört haben, sondern wir können das direkt im OP, das schaut ein bisschen aus wie eine Waschmaschine von der Größe her, direkt dort das Gewebe verarbeiten. Und der Sinn eben, oder der Hintergrund ist eben, um diese Schnellschnittdiagnostik, die wir gerade gehört haben, die 45 Minuten dauert, der Patient liegt in Narkose die ganze Zeit, um das einfach zu optimieren und zu verbessern. Wie das Ganze funktioniert, also es werden Reiskorngroße Proben oder aber auch viel kleinere, ist auch möglich, eben in dieses Gerät auf einem Objektträger dann hineingegeben und innerhalb von wenigen Minuten, also meistens so 3-4 Minuten, haben wir schon die ersten Ergebnisse und können histologische Bilder, wie wir sie sonst erst nach 30-45 Minuten bekommen, schon direkt anschauen. Der Vorteil an der Technik ist zusätzlich, dass das Gewebe nicht beschädigt wird. Wir brauchen keine Lösungen, keine Lösungsmittel. Also das ist deshalb wichtig, weil man dann nicht zusätzlich noch mehr Gewebe entnehmen muss. Und das kann direkt auf der Neuropathologie für Routinediagnostik, für andere diagnostische Maßnahmen verwendet werden. Wir müssen es nicht entfernen. Genau, wir haben Online-Bilder, also digitale Bilder, die Neuropathologen haben dann einen direkten Zugang und können quasi innerhalb von wenigen Minuten das Ganze dann bei sich im Büro oder wo auch immer sie sitzen, geht natürlich auch weltweit theoretisch, es gibt ja auch viele Zentren, die zum Beispiel nicht so wie wir eine Neuropathologie vor Ort haben, sondern die diesen Luxus nicht haben und denen kommt das natürlich entgegen, die können sich Expertenmeinungen innerhalb ganz kurzer Zeit
einholen, ohne die Gewebe verschicken zu müssen, ganz aufwendig. Genau. Wir hatten dann 2020 die Möglichkeit, eben unter der Forschungsgruppe von Professor Wietheim, dieses Gerät hier nach Österreich zu bekommen und haben dann im Rahmen der Leihstellung uns selber, uns das selber mal anschauen können, selber prüfen können, ob das wirklich so gut ist, wie es ist. Und wir waren dann sehr überzeugt und freuen uns, dass wir jetzt eben seit Anfang 2023 das Gerät fix hier haben an der Neurochirurgie und eben auch verwenden können. Hier sieht man jetzt schon die ersten Bilder, diese rosa angefärbten Bilder, das sind schon diese digitalen Histologiebilder, die schauen eigentlich aus, ein Neuropathologe darf mich gerne ausbessern, aber im Prinzip sind sie sehr ähnlich den wirklichen HE-Schnitten und eine sehr gute Abbildung. Und wir haben dann anhand unserer Daten von diesen Leihstellungen unsere eigenen Patienten ausgewertet und in einer Studie von ungefähr 100 Patienten hat dieses System bei quasi fast allen, also 99%, wenn man so will, wie der, unser Kollege vorher gemeint hat, die Kollegen waren sich eigentlich nur in 1% uneinig, konnten wir die richtige Diagnose mit dem System eigentlich innerhalb weniger Minuten haben. Und das Ganze ist auch kombinierbar, es ist jetzt eine reine Forschungsapplikation eben mit dieser 5-ALA-Technik, die Sie gerade eindrucksvoll gesehen haben, wo sich der Hirntumor anfärbt und das können wir jetzt mit dieser Technik nicht nur am quasi visuell mit unseren eigenen Augen sehen, von weiter weg, sondern auch mikroskopisch hier wirklich schauen, welche Zellen färben sich an und können so auch einen besseren Eindruck vom Tumor gewinnen. So, diese Bilder sind jetzt unsere Basis für die KI, die jetzt kommt. Wie das jetzt funktioniert. Also die Bilder werden von diesem Algorithmus, der trainiert wird, diese künstliche Intelligenz, der teilt diese rosafarbenen Bilder in viele kleine Minibilder ein und jedes Minibild wird nochmal extra analysiert. Und am Ende bekommen wir eben dieses Bild, dass die KI uns sagt, okay, dieser Bereich, in dem Fall jetzt dieser rote angefärbte Bereich, ist Tumor und der grün angefärbte Bereich, man sieht es auch vielleicht hier ein bisschen im Rosanen schon, der schaut ein bisschen anders aus als der Rest, das ist der gesunde Bereich. Und somit schaffen wir es mit Hilfe der KI einfach viel schneller bestimmte Tumormerkmale hier zur Verfügung zu haben. Das Ganze hat sich auch eben die Klinik, die ich vorher erwähnt habe, aus New York und Michigan, sich einer großen Studie angeschaut, was haben wir dann wirklich für eine Aussage, kann die KI sagen, welcher Tumor es ist. Und ja, das kann sie. Also in einem Bilddatensatz von über 2 Millionen Bildern hat die KI gezeigt, dass sie die 8 Haupttumorarten, also die wichtigsten, die häufigsten, mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit, also fast so wie ein Neuropathologe, vorhersagen kann. Und das halt innerhalb weniger Minuten im Operationssaal. Wie schaut das aus? Jetzt sehen Sie, wie wir das sehen bei der Operation am Gerät. Also das Gerät spuckt uns quasi diese rosafarbenes Histologiebild aus und auf der anderen Seite sehen wir die KI. Also hier wieder alles rot angefärbt. Die KI hat quasi diesen Bereich hier als auffällig diagnostiziert und schlägt uns gleich vor, dass mit einer 88% hohen Wahrscheinlichkeit dass es sich hier um ein malignes Gliom, also so einen hirneigenen Tumor handelt. Und diese Information können wir verwenden. Die Neuropathologen sind natürlich die Experten, die bekommen diese Information auch und können so schneller ihre Diagnose stellen. Für uns als Chirurgen ist es wichtig, dass wir daran unsere OP-Strategie anpassen. Also wie Sie gehört haben, manche Tumore, da ist es sinnvoll, alles zu entfernen. Bei anderen Tumoren macht man nur eine Probe und nimmt lieber oder schickt die Patienten schnell zu einer Chemo- oder Strahlentherapie, weil das viel sinnvoller ist, als jetzt alles rauszuoperieren. Und deswegen ist das für uns wichtig. Jetzt möchte ich Ihnen noch ein paar Anwendungsbeispiele zeigen. Also die Nadelbiopsie, ich glaube, haben Sie auch gerade eingangs gehört, läuft eben routinemäßig so ab. Wir nehmen eine Probe vom Tumor und der Patient muss 45 Minuten warten in Narkose, bis wir die Diagnose vom Neuropathologen haben. Das können wir hier deutlich reduzieren. Also wirklich innerhalb von wenigen Minuten haben wir das Ergebnis und somit eine verkürzte OP-Dauer und auch eine verkürzte Narkose. Also wenn man jung und gesund ist, wird einem das wenig ausmachen, aber natürlich ältere Patienten, Vorerkrankte, da ist jede Minute in Narkose
die man reduzieren kann, wichtig. Ein weiterer Anwendungspunkt sind die molekularen Marker, nennen wir das, also das genetische Profil eines Tumors. Haben wir auch vorher schon kurz gehört, dass jetzt heutzutage wird alles an Hirntumoren damit diagnostiziert. Das ist ganz wichtig für die Therapie, für die Prognose. Aber eben in der Routine dauert es 2 bis 3 Wochen, bis wir diese Ergebnisse haben. In der Zeit könnten die Patienten schon mit Chemotherapien zum Beispiel beginnen, wenn es notwendig ist. Müssen aber hier warten, bis wir überhaupt erst die Diagnose haben. Und das hat uns dazu veranlasst, eben mit Michigan und New York, gemeinsam eben mit Uni Wien, hier mit unserer Abteilung eine große Studie zu machen, um uns anzuschauen, kann KI uns auch diese molekularen Marker, die so lange dauern in der Routine, auch vorhersagen. Und ja, das kann sie in diesem Setting. Also die Rate war 93% mit Treffsicherheit, bei der die KI genau diese molekularen Marker, die so wichtig sind für die Therapie und auch für uns Chirurgen, für die OP-Strategie, weil es gibt Tumore, da macht es Sinn, alles zu entfernen. Bei anderen Tumoren reicht es oder will man nicht alles so ausreizen und die reagieren sehr gut auf die Chemo- oder Strahlentherapie. Da hält man sich eher zurück. Auch das ist wichtig für uns, weil das ist entscheidend, wie wir die OP planen. Und jetzt noch zuletzt eine Anwendung, die Tumorgrenzen. Wir haben schon gehört, gerade bei hirneigenen Tumoren, Sie haben es selber gesehen an dem Beispiel, man sieht das ganz schwer, ja, wo die Grenzen sind. Wir haben viele Hilfsmethoden, haben wir auch schon gehört, die uns dabei helfen, die sehr wichtig sind, die wir standardmäßig verwenden. Aber nichtsdestotrotz sind gerade die Ränder vom Tumor eine besondere Herausforderung. Und hier haben wir auch die KI in Anwendung und sie hilft uns eben, diese Tumorränder von dem gesunden Areal zu unterscheiden. Und das auch wieder innerhalb von weniger Minuten und hilft uns dabei, auch unerwartetes Resttumorgewebe, also Tumor, den wir eben nicht gesehen haben, zu entdecken, damit wir den dann auch noch entfernen können. Hier sehen Sie wieder, wie wir das dann sehen im OP-Saal. Wir kriegen wieder unser rosa gefärbtes Histobild und daneben die KI, die sagt, okay, in diesem Bereich ist bei über 90% noch alles voll mit Tumor. Wir wissen, okay, wir sind noch nicht am Ende. Jetzt das konträre Beispiel. Hier sagt uns die KI, okay, das schaut gut aus. Wir sind eigentlich großteils im grünen Bereich. Die Tumorinfiltration oder die Tumorbesiedelung ist schon ganz, ganz gering. Genau, und hier noch der Verweis auf die Neuronavigation. Wie gesagt, das ist ein Standard bei uns, wir verwenden es immer, aber es basiert halt auf MRT-Bildern, die vor der Operation gemacht werden. Wenn man jetzt da etwas entfernt von dem Tumor, ist ganz logisch, verändern sich die Verhältnisse. Müsste man eigentlich ein neues MRT machen. Das ist nicht immer möglich während der OP. Und wir können jetzt quasi mit unseren KI-Ergebnissen, die wir vorhin bekommen haben, hier eine Gewebelandkarte erstellen und schauen, okay, wo wir sind wir mit der Neuronavigation? Hier würden wir eigentlich glauben, wir sind noch voll im Tumor, aber die KI wird uns das bestätigen oder eines Besseren belehren. Also quasi, wir können uns doppelt absichern, ob wir schon am Ende unserer Resektion sind, also unserer Tumorentfernung oder nicht. So, damit bin ich schon bei unserer Zusammenfassung. Also unserer Ansicht nach bietet die KI die Möglichkeit, innerhalb von wenigen Minuten bestimmte Gewebeeigenschaften, diese molekularen Marker, von denen wir besprochen haben, und eben auch vor allem die Diagnose der Hirntumore schnellstmöglich bereitzustellen. Dies wiederum ist wichtig für die chirurgischen Entscheidungen, die Strategie, wie viel entfernen wir, sind wir schon am Ende oder nicht. Das wiederum spiegelt sich in einer geringeren Belastung für die Patienten wider. Wir können eine sicherere und genauere OP anbieten und quasi einen maßgeschneiderten Eingriff für die Patienten kreieren. Dadurch erhoffen wir uns eine verbesserte Erkennung eben von Resttumorgewebe, wie ich es gerade erklärt habe, um eben alles sicherer, schonender und besser zu gestalten. Und wir hoffen, dass wir in Zukunft eben allgemein die Patientenprognose enorm steigern können und Hirntumore hoffentlich nochmal besser entfernen und behandeln können. Danke, das sind unsere Kooperationspartner und vor allen Dingen werden wir natürlich unterstützt vom CCC. Und sind sehr dankbar, dass wir da auch heute hier sein dürfen, unsere Daten präsentieren dürfen. Und ja, gerne sind wir beide natürlich. Applaus
für Fragen da. Es klingt nach Zukunft, aber es ist schon Realität. Hoffentlich, ja. Hat jemand aus dem Hörsaal eine Frage? Wenn nicht, dann lese ich mal auf den Livestream. Verlässt man sich während der Operation komplett auf das Gerät und wird dieses Gerät im AKH nur bei Hirntumoren eingesetzt oder auch bei anderen Erkrankungen? Okay, also ich glaube, es ist so wie allgemein aktuell noch bei allen möglichen Anwendungen für KI. Das Ganze braucht einfach eine Eingewöhnungszeit. Man selber muss sich daran gewöhnen, der Workflow muss adaptiert werden mit allen Partnern und so weiter. Also das ist so eine Anfangsphase, wo man die KI verwendet und immer mehr wird dann quasi auf diese neue Methode übergegangen und die alten eher zurückgelassen. Also ich glaube, es ist so ein fließender Prozess und da sind wir, glaube ich, gerade drinnen und wollen das natürlich vorantreiben, dass man irgendwann sich nur noch auf die KI verlässt. Aber ich glaube, das ist noch ein bisschen ein Weg. Aber ja. Und das Wichtige ist ja auch, dass die Chirurgin oder der Chirurg dann die Entscheidung treffen. Also wenn sie die KI-Information bekommen, heißt ja nicht immer, dass man es dann, auch wenn man Tumor dort findet, auch entfernen kann. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Tumor in sprachenrelevanten Areal liegt, muss man Teile dort entfernen, damit, also quasi lassen, damit eben der Patient nachher noch irgendwie eine Restfunktion hat und die sich dann wieder gut erholt und die man dann eher durch eine Chemotherapie zum Beispiel nachbehandeln kann. Also wir haben diese Information, das ist eine ganz wichtige Information, aber der Chirurg oder die Chirurgin müssen dann entscheiden, wo man halt dann noch entfernen kann oder wo man lieber halt Tumor stehen lässt und ihn dann schonender vielleicht nachbehandelt noch. Aber man muss sagen, es wird nur bei Gehirntumoren momentan, also nur auf der Neurochirurgie eingesetzt und nicht bei Brustkrebs. Und ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig beim Gehirn, muss man wirklich möglichst gewebesparend sein. Ja. Ja. Genau, da sind so viele funktionelle Areale in der Nähe, dass man wirklich sehr präzise sein muss und da jetzt nicht wirklich so im Gesunden da entfernen kann. Aber gibt es noch Fragen? Ja, hier bitte. Ja. Wie kommt es zu der Färbung? Ich meine, normalerweise bei Schnitten und so ein Färben, das ist ja alles ist nicht kompliziert. Wie geht das so schnell? Die Frage stelle ich mir. Genau, also das ist alles programmiert. Also das sind ganz viele Studien vorausgegangen. Man hat sich diese Bilder, die wir gesehen haben, angeschaut. Die sind halt schwarz-weiß eigentlich, sind so Schichtbilder aus ganz unterschiedlichen Zellschichten und Gewebeschichten. Die werden zueinander gefügt. Und dann ist es schlussendlich programmiert, dass es diese Farbe hat. Quasi angelehnt an die wirklichen HE-Schnitte sozusagen. Ja, genau. Aber es ist beruhigend zu wissen, weil wir sowohl bei den biomedizinischen Analytikerinnen ja nicht so viele haben und auch Neuropathologen sind eine seltene Spezies. Genau, ja. Also das beruhigt uns sehr, dass wir trotzdem verlässliche Befunde bekommen. Gibt es noch Fragen? Und dieses Gerät gibt es nur jetzt im AKH oder auch schon in anderen? Also ja. In San Francisco? Ja, ja genau. Also in Amerika gibt es eben ein paar Zentren und auch in New York, wo du jetzt ein halbes Jahr warst. Und in Europa waren wir eigentlich das erste Zentrum, dank Professor Korneck, dass wir das auch einsetzen konnten. Und mittlerweile in Europa hat es auch noch Freiburg und Köln. Aber nur 3 Zentren halt in Europa, also ich glaube, das zeigt auch die führende Rolle eben vom AKH. Ja, ich glaube, weltweit sind es 15. Ja, also es ist wirklich ganz wenig. Okay, danke, super. Danke, vielleicht darf ich da gleich anschließen. Warum ist das so? Was ich da gesehen habe, ist wahnsinnig beeindruckend und man würde sich wünschen, dass das in jedem Dorfspital am besten gibt, wenn es so spektakulär ist, wie Sie sagen. Und ich glaube, das ist es ja. Ist es das Geld? Ist es die Unsicherheit? Wir haben vorher was über die rechtlichen Aspekte gehört, über die Verantwortung, die übernommen wird. Oder was sind die limitierenden Faktoren, dass wir nicht 500 dieser Kisten quer durchs Land schicken? Also, ich kann es gern beantworten. Man muss sich denken, der Student, den ich Ihnen gezeigt habe, der hat das vor 10 Jahren entwickelt. Ja? Und die haben dann ein Startup in Kalifornien gemacht. 2017 ist so die erste große Studie rausgekommen, wo sie wirklich nachweisen konnten, okay, das funktioniert. Und das ist nicht so lang, muss man denken, ja, bis sich das quasi von New York, einem Startup irgendwo in Kalifornien, weiterentwickelt, bis jeder davon erfährt. Auch uns hat es quasi, wir haben es gesehen, 2018, 2019,
bis wir es dann wirklich da hatten, sind wieder 2-3 Jahre vergangen. Ich glaube, das ist, hat, glaube ich, wenig damit zu tun, dass man nicht überzeugt ist oder unbedingt das Geld, jedes große Gerät, brauche ich Ihnen nicht erzählen, kostet was, sondern eher, ich glaube, es ist jetzt gerade so am sich ausbreiten. Und also die, zum Beispiel die New York University, wo ich jetzt war, die verwenden das auch ganz groß bei Lungentumoren schon. Also das ist jetzt so der nächste Zweig, der jetzt da ganz groß untersucht wird und funktioniert anscheinend sehr, sehr gut für Lungenbiopsien auch, da das da anscheinend, ich bin leider kein Experte, aber da anscheinend auch sehr wichtig ist. Und ich würde das eher so als natürliche Ausbreitung jetzt sehen, nicht unbedingt, weil die Zentren es nicht wollen, sondern man muss das auch mal erfahren, dass es das gibt. Und genau, das wird halt gerade jetzt auf den neurochirurgischen Kongressen immer größer. Und aber es braucht Expertise und es macht ganz viel Sinn, die Expertise zu zentralisieren. Und es ist in Österreich ja auch geregelt, dass wenn es eine Expertise eines Zentrums bedarf, die Patienten auch in diesem Zentrum behandelt werden können. Genau. Ja. Ja. Aber Sie haben es einfach so einfach und plakativ gebracht, dass wir jetzt alle gerne so eine Waschmaschine hätten. Ja, also ich glaube, der Abend hat Ihnen gezeigt, wie weit die Fortschritte schon in der Realität angekommen sind. Vielen herzlichen Dank für Ihren sensationellen Beitrag. Auch an die anderen Referenten. Ich bedanke mich bei Ihnen bei der spannenden Diskussion, bei der angeregten Diskussion, für Ihre Teilnahme. Ich habe nicht erwähnt, dass wir auch eine Kooperation mit der Volkshochschule haben. Herzlich willkommen und ich hoffe, dass wir Sie alle wiedersehen können am 16. November. Da sehen wir einander dann auch wieder, werde ich auch hier sein. Und dann sprechen wir über die Basiskrebswissen. Und ich wünsche Ihnen bis dahin noch schöne Herbst- oder Sommertage. Im November werden wir, glaube ich, schon erstens mal nicht mehr über Stiegen steigen müssen, aber schon werden wir angezogen sein. Auf Wiedersehen.